Wir rutschen rein in den Dezember und das im wörtlichen Sinne. Es gibt zum Teil Glätte durch Schnee, zum Teil auch gefährliches Glatteis durch gefrierenden Regen. Wir haben eine Luftmassengrenze über dem Süden Deutschlands, nördlich davon der Schnee, südlich davon der Regen. Und weil die 0-Grad-Grenze ein bisschen in dieser Regenzone drin liegt, kann es hier einen schmalen Streifen geben, wo wir mit gefrierendem Regen rechnen müssen. Und da ist dann besondere Vorsicht geboten durch extremes Glatteis. Hier die Temperaturen mit 0 Grad, im Südwesten leichte Plusgrade, kräftiger Frost wieder im Nordosten. Bis minus 8 Grad. Und das Rote hier, das ist das Gebiet mit dem gefrierenden Regen, etwa von der Ostalb bis ins nördliche Oberbayern. Hier also die größte Glatteisgefahr, nördlich davon Schneefall. Und der Regen im Süden wird dann im Laufe des Nachmittags und Abends auch mehr und mehr zu Schnee. Und außerdem gibt es an der Ostseeküste ein paar kräftige Schneeschauer. Dazwischen freundliche Phasen, längere trockene Phasen, ab und zu Sonne. Die Glätte im Süden bleibt auch am Nachmittag erhalten. Dann eben wieder zunehmend durch Schneefall, der sich bis zu den Alpen ausdehnt. Und an der Ostseeküste auch ein paar kräftige Schneeschauer bei minus 3 bis plus 5 Grad maximal.